Hallo Internet und herzlich willkommen zu einem weiteren Bonuspart von Dragon Quest Builders 2. Und zwar schauen wir uns heute den Epilog des Spiels an, den man freischalten konnte. Ja, zum Freischalten musste man 45 Tafelziele erfüllen, man musste alle Gestade der Entdecker besuchen, also diese Mini-Inseln, und die Hauptgeschichte durchspielen, und das ist alles erledigt. Ja, und dann bekommt man so einen schönen Brief, und zwar von Molly. Lieber Huxel, ich brauche deine Hilfe. Ich habe da diese seltsamen Monster kennengelernt, die mich auf ihrem Schiff mitgenommen haben. Doch es gab eine Bruchlandung. Könntest du kommen und uns retten? Die Monster sagen, diese Formel würde dabei helfen. PW4KVMN9GA. Ich bete jeden Tag zum Meister der Zerstörung, dass du uns findest. Erwartungsvoll, Molly. Aha, also ein Brief von Molly? Quatsch mal mit dem Captain. Ahoi Huxel, ich nehme an, du hast den Brief gelesen, den ich vor kurzem aus dem Wasser gezischt habe. Bisher dachte ich, dass immer nur eine Erbauerparadies-Insel existieren könnte. Aber anscheinend gibt's davon mehr als Tongi mehr. Ich werde mehr Wachsmaler und ein größeres Stück Papier brauchen, um die Übersicht zu behalten. Bis jetzt muss ich immer, wenn du ein neues Erbauerparadies besuchen wolltest, das alte von meinen Karten wissen, um Platz zu schaffen. Aber das ist Tee von gestern. Jetzt hast du all deine Lieblingsinseln immer im Blick, während du über die 17 im Meer segelst. Und damit du nie die Orientierung verlierst, habe ich dir eine pre-pro-praktische Liste gemacht. Supi, sag mir das geheime Passwort aus dem Brief, wenn du so weit bist. Dann bringe ich dich da in 0.nichts hin. Ahoi Huxel, lichten wir den Anker? Natürlich! Also, wir gehen mal hier oben auf diese Insel. Ein Seevöchlein hat mir gezwitschert, dass Erbauerparadiese jetzt eine Passwortfunktion haben, die dich zu einer identischen Insel auf dem weiten Ozean bringen. Wenn du dieses geheime Passwort anderen Erbauern verrätst, können sie eine exakte Kopie dieses Felsens besuchen. Passwort geschützt. Wenn du auf Braunbarts Karte das Erbauerparadies auswählst und X drückst, siehst du ein Passwort. Drücke beim Suchen nach einer neuen Insel Plus und gib das Passwort ein, um eine identische Insel zu erzeugen. Also damit kann man wahrscheinlich seine Inseln so ein bisschen sharen. Gehen wir mal das Passwort ein, was wir gerade bekommen haben. Mach's mal in Großbuchstaben, keine Ahnung, ob das wichtig ist. PW4KV. 4KV. MN. 9GA. Nein, ich hab's mir nicht gemerkt, ich hab's mir aufgeschrieben. Hey, richtiges Passwort. Loin los, ich glaube, ich kenne eine Insel, die auf deine Beschreibung passt. Sollen wir den Anker lichten? Ja, sicher. Los geht's. All on board, damit wir losseppern können. Zeit, Segel zu setzen. Ah, ich bin schon gespannt, muss ich zugeben. Hey, alle, die sind alle hier geblieben? Meine Gefolgsleute kommen gar nicht mit. Melroth und die anderen, die bleiben anscheinend auf der Hauptinsel. Vor allen Dingen weiß ich jetzt auch gar nicht, also kommt jetzt eine Zwischensequenz? Wir haben eine Insel angelegt, Huxel. Das Passwort aus dem Brief und ja, prima funktioniert. Ahoi. Was ist denn das da drüben? Es sieht mir nach einem komischen Gebäude aus. Nee, das kann nicht sein. Ein Schloss voller Monster. Die Kinder haben uns Leben noch. Der Brief und das Passwort waren nur ein Trick. Wir sind in ihre Falle gehopst. Aber es schadet wohl nicht, wenn wir uns dieses Volk genauer ansehen. Ich werde gleich hier warten. Jeder sei bereit, ohne dich zu fliehen. Sei vorsichtig, Huxel. Aha, also ein Schiff da vorne. Ach, das ist die Arche. Das ist doch die Arche aus Malhalla, oder nicht? Ach nein. Das gibt's doch gar nicht. Werden wir ihn nie wiedersehen? Hey, MF, Nobeldecker, ihr habt doch gesehen, wie Molly den Brief geschrieben hat. Hast du ihn auch abgeschickt? Oh, schlock, schlock. Hey, Huxel. Hä? Überrascht mich hier zu sehen. Ich konnte dich doch nicht alleine eine mysteriöse Insel erkunden lassen. Also habe ich mich am Heck festgehalten und bin per Anhalter mitgefahren. Also das ist der Ort aus dem Brief? Apropos, irgendwas an diesem Stück Papier kam mir bekannt vor. Vielleicht war es der Geruch. Hey, sieh da drüben, sind das Monster? Vielleicht wollen die eine Tracht Prügel. Oh, Männchen, was? Wer ist das? Huxel, Huxel, und du hast ja Melroth im Schlepptau.
Sieh mal einer an, wenn das nicht Epic Finn, MF und Nobeldecker sind. Wie schön, euch hier zu treffen. Ich bin auch ganz schön aus dem Pfützchen, Herr Melros. Wir können später miteinander planschen. Vorher möchte ich euch ein paar Leute vorstellen. Hey, ihr da, wir haben Besucher. Jetzt seid ihr nicht so unhöflich. Kommt her und begrüßt sie. Unsere Freunde von Skelkatras sind das. Oh, und die ganzen Leute aus Malhalla. Ach, wie nice ist das denn? Drückt mich mein Auge. Huxel, bist du das wirklich? Mensch, Mensch, das nenne ich meine gelungene Überraschung. Wir waren schon ganz krank vor Sorge. Ah, ich habe es in den Knochen gespürt, dass wir uns wiedersehen würden. Ach, wie schön. Eine Reunion. Ihre Arche ist auf Skelkatras gelandet. Unglaublich, oder? Wir haben uns mit den netten Monstern aus Malhalla zusammengetan, um euch zu finden. Das war ganz und gar nicht leicht. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schwer es war, hierher zu kommen. Fahrlose Irrungen und Wirrungen. Da trifft er den Nagel auf den Schädel. Als wir in der Welt zwischen den Welschen festsaßen, wurden wir von den fürchterlichsten Kreaturen angegriffen, die ich je gesehen habe. Ihr hättet sehen müssen, was für Fäden sie angerichtet hat. Wir konnten ein paar Facken reparieren, aber weit sind wir nicht gekommen. Am Ende sind wir hier gelandet. Wir haben mit Blut, Schweiß und Knochenmark versucht, etwas zu bauen, wie du damals auf Malhalla, aber es hat nicht gereicht. Da wurde mir klar, wie talentiert du eigentlich bist. Aber genug von unserem Unglück. Jetzt kann uns Huxel endlich mit den aufregenden Abenteuern erfreuen, die er erlebt hat, seit wir uns auf Malhalla verabschiedet haben. Da hast du recht. Erzähl uns, was auf Argon und dem Meister der Zerstörung geworden ist. Wird Huxel eine spritz-spritz-spitzenmäßige Geschichte erzählen? Ich mag Geschichten. Ich will eine Geschichte hören. Überrascht? MM hatte doch mehr als nur die Lehre im Kopf. In der Lehre hatten wir auch schrecklich viel Zeit, also habe ich ihm das Sprechen beigebracht. Ich habe euch viel zu sagen und ich will eure Insel sehen. Du siehst aus, als wolltest du uns etwas mitteilen, Huxel. Nun mach schon, Kind. Verstehe. Du möchtest wissen, wo Kapitän Weißknochen und Aristoteklex sind? Es tut mir leid, mein Freund. Sie wurden aus der Arche geschleudert, als wir in der Leere von dieser Abscheulichkeit angegriffen wurden. Seitdem gibt es kein Lebenszeichen. Hohoho, das war nur ein Scherz. Sie sind beide am Leben und es geht ihnen gut, glaubt mir. Ich habe sie allerdings nach einer Weile nicht gesehen. Sie müssen irgendwo ein ziemlich langes Schwätzchen halten. Meinst du wirklich, dass Huxel gefallen wird? Stingel ist sogar schleimiger als, ich. Hey, keine Sorge, damit kann man nichts falsch machen. Erbauer essen das Zeug zum Frühstück, Mittag und Abendessen. Wer ist da? Du bist zurückgekommen! Ich kann es nicht glauben. Erbauer, bist du es wirklich? Och, wie süß das ist! Och, wie niedlich. Alle treffen sich wieder. Ich bin so glücklich, dich nach so langer Zeit wiederzusehen, Huxel. Ich wusste immer, dass dieser Tag kommen würde. Ich wusste, dass du früher oder später auftauchen würdest, Erbauer. Und ich habe nicht auf den faulen Knochen gelegen. Hier, ich habe ein Geschenk vorbereitet. Ja, 30 Exemplare von Tang. Unser Lieblingsessen. Also aus dem Intro des Spiels. Hey, du musst deine Freude nicht von mir verstecken, mein Lieber. Wie auch immer, es ist schön, dass du wieder da bist. Ganz deiner Meinung, es kommt mir so vor, als wäre unsere letzte Begegnung ewig her. Also, wenn er der Captain ist, dann musst du Aristoteklex sein. Chapalot, woher kennst du meinen Namen? Wir wurden einander nie vorgestellt. Oh, ich kenne alle eure Namen. Da drüben ist Griesbert. Der da ist Grim de la Grim und sie da ist Helena. Huxel, ich muss dich etwas fragen. Wie bist du an diesen Rüpel geraten? Ich dachte immer, du hättest guten Umgang. Wie bitte? Sicher scherzt du nur. Willst du mir etwa sagen, dass dieser Grobian hier Melroth ist, unser Herr und Meister der Zerstörung? Ja, genau der bin ich. Ich weiß alles über euch. Nach all den Geschichten, die Huxel mir erzählt hat, war es ziemlich leicht, euren Gesichtern die Namen zuzuordnen. Übrigens danke, dass ihr auf Malhalla auf ihn aufgepasst habt. Ich will gar nicht daran denken, was ohne eure Hilfe passiert wäre. Herr Melroth, wir sind dieses Lobes nicht würdig. Bitte verzeiht mir meine Unverfrorenheit, oh mächtiger Meister. Aber in Wahrheit hat Huxel uns geholfen und nicht andersrum. Mein Herr, ich flehe euch an. Bitte findet in der dunkelsten Ecke eures Herzens Gnade und entschuldigt meinen Mangel an Manieren. Ihr seid weder ein Rüpel noch ein Grobian.
Keine Sorge, ich hab's als Kompliment aufgefasst. Aber egal, was ist auf einmal mit euch los? Ihr verhaltet euch plötzlich so komisch und jetzt hört auf damit! Seid nicht so hart zu ihnen, mein Lieber. Du bist der Meister der Zerstörung. Ihr Gott, weißt du noch? Sie sind nur etwas überwältigt, mehr nicht. Ich für meinen Teil bin einfach froh, dass du mit deinem Freund wieder vereint wurdest, Herr Bauer. Das bedeutet wohl, dass du dein Versprechen an ihn gehalten hast. Es wird wohl Zeit, dass wir zum Eiland des Erwachens zurückkehren. Und ihr Monster werdet mitkommen. Wir nehmen euch alle bei uns auf. Das geht doch klar, oder, Huxel? Ja, klar! Wirklich? Das sind großartige Neuigkeiten. Danke, Huxel, und danke, Melos. Jetzt können wir alle zusammen auf eurer Insel leben. Gut, dann ist es beschlossene Sache. Ich kehre als erstes zurück und gebe Lulu und den anderen Bescheid, dass ein ganzes Boot voller Monster auf dem Weg ist. Bis später, Huxel. Lass dir Zeit und quatsch dich ein bisschen mit deinen Freunden aus. Wir warten zu Hause auf euch. Das war also der Meister der Zerstörung. Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte, aber damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe gehört, dass der Meister in einer Kürbismaske getanzt und seltsame Muskelrituale durchgeführt hat. Ist er das wirklich gewesen? Er hat meinen Namen gesagt! Huxel, ich fürchte, dass ich Melroth mit meinen unverschämten Bemerkungen entzürnt habe. Wird unser Herr und Meister wirklich über so einen Fehltritt hinwegsehen? Er wird mich zu Asche zerfallen lassen. Da war unser Wiedersehen nur ein kurzes, Huxel. Verflucht sei meine zügellose Zunge. Wo Wiedrich, Ferdinand und Drakason stecken? Sie wollten dich unbedingt sehen. Sie haben so lange auf dich gewartet, wie sie nur konnten. Aber da sie nicht wussten, ob du je auftauchen würdest, sind sie losgezogen und verirrten Monstern Rat zu geben. Sie hielten das für ihre Pflicht als Kardinäle. Du hast dich allerdings nicht auf den Weg gemacht, Helena. Du hast dich vor deiner Verantwortung gedrückt und stattdessen auf Huxley gewartet. Verbreite keine schmutzigen Lügen, kümmerlicher Schleim. Ich habe mich vor nichts gedrückt. Ich habe meine treuesten Monster lediglich mit einer wichtigen Aufgabe betraut. Ich verstehe, dass du dich um deine Freunde sorgst, Huxel, aber das musst du nicht. Die drei sind zähe Brocken. Ich bin mir sicher, dass sie bestens zurechtkommen. Also gut, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich will endlich Fußknochen auf die Insel des Herrn Bauers setzen. Es ist, als würden meine Träume wahr werden. Vielleicht solltest du dich als erstes auf den Rückweg machen und wir warten hier, bis du uns mit dem Einwohnerverzeichnis einlädt. Endlich können wir alle zusammenleben. Dann erstmal auf Wiedersehen, Huxi. Das letzte Mal, das sehen wir uns wohl auf deiner Insel. Du kannst mit dem Einwohnerverzeichnis jetzt deine Monsterfreunde auf deine Insel einladen. Ja, was für ein schöner kleiner Epilog. Wir haben also die Arche wiedergefunden und unsere Monsterfreunde von Skelketress und auch noch unsere Monsterfreunde, die wir auf Malhalla kennengelernt haben. Also wirklich ein sehr, sehr schönes Ende und ein sehr, sehr niedlicher Epilog. Ja, ich hoffe, dieser kleine Bonuspart hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß. Sollte dem so sein, lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Huxel. Ciao.